Mehr, nicht weniger. Narr! Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Vielleicht könnt ihr es ja mal versuchen. Mist. Tag 32. Der Proband reagiert nicht auf die Stimuli. Das Austesten der Schmerzgrenze blieb ohne Ergebnis. Es sind nur noch 3 Probanden übrig. Tag 82. Ich wünschte, ich könnte den außerordentlichen Erfolg von gestern Abend wiederholen. Elektrizität ist nur ein Katalysator. Der Schlüssel ist Blut. Tag 97. Energie und Blut. Wiederholte Anwendungen haben zu denselben Ergebnissen geführt. Ich nehme an, dass der Erfolg alchemistischen Auslösern unterliegt. Aber es sind keine Probanden mehr übrig. Wenn ich doch nur noch einen hätte, oder besser ein Dutzend, dann könnte ich alles erreichen. Ich höre euch. Unterbrecht meine Konzentration nicht.
Selbst jetzt wollen die Dämonen ihre Zahl erhöhen. Muss man sich bei euch für dieses willkommene, aber wohl nur vorübergehende Ungleichgewicht bedanken? Nur fast. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Sie waren notwendig. Jedes Werkzeug, jede Information war gerechtfertigt, wenn sie zum Sieg über die Dämonen beitrug. Als Wächter solltet ihr das wissen. Notwendig? Sich nach 8-stündigem Ritt zu erleichtern, das ist notwendig. Aber für die Beschwörung von Dämonen gibt es keine Entschuldigung. Entzückend. Einverstanden. Das muss oberste Priorität haben. Es ist das Einzige, was zählt. Ein hehres Ziel. Doch um das zu erreichen, müssen die Dämonen für immer abgeschnitten werden. Und ich dachte, ihr würdet mich retten. Es herrscht hier ein absolut präzises, mystisches Gleichgewicht. Jeder meiner Atemzüge strebt danach, den Riss im Schleier nicht größer werden zu lassen. Und jetzt wollt ihr mich töten? Derlei engstirniges Handeln würde dazu führen, dass ihre Art hier die Oberhand gewinnt. Auf welche Fragen denn? Nur zu, stellt sie. Die Kirche verbietet närrischerweise Blutmagie. Dabei gibt es noch so viele Geheimnisse zu enthüllen. Während mein Körper verweste, fand ich Methoden, ihn am Leben zu halten. Aber das geht nicht ewig so weiter. Wozu sollte ich nun den Geschichtenerzähler mimen? Der Tyrann Arlend ist längst verstorben. Ebenso wie all unsere edlen Mitverschwörer und ihre große Rebellion. Sophias Leiche mag herumlaufen und reden. Aber auch sie ist nicht mehr. So viele Münder müssten verstummen. Selbst die Zauberei hat Grenzen. Also haben wir uns mit Terran Kusland getroffen. Mit ihm an unserer Seite hatten wir eine Chance auf den Sieg. Stattdessen gerieten wir in einen Hinterhalt der königlichen Wache. Kommandantin Dryden und ich konnten gerade noch fliehen. Natürlich, um die Leute dazu zu bringen, unser Geheimnis zu bewahren. Sophia hätte mich das nachdrücklicher erledigen lassen sollen. Ihre Skrupel waren ihr Untergang. Die Möglichkeit des Scheiterns war mir durchaus bewusst. Aber dass so viele Dämonen freikamen, war eine weitaus größere Katastrophe, als ich erwartet hatte. Aber mein Weg war klar. Ich musste mich in Sicherheit bringen. Um die Bedrohung durch die Dämonen eindämmen zu können, ich nahm nur jene, die sich meinem Ziel nicht in den Weg stellen würden. Möglich. Aber es bedeutete Überleben. Unsere letzte Zuflucht. Monatelang bereitete ich die Beschwörungskreise vor und stellte in den dunkelsten Tiefen des Nichts Nachforschungen an. Es war ein Moment des Triumphes. Dutzende von Dämonen, gerufen durch meine Hand. Aber der Unklarheiten waren so viele, dass Berechnungsfehler unvermeidbar waren. Ah, ich war so nah dran. Von einem Wächter bedeutet das etwas. So müde. So alt. Lasst mich meinen größten Fehler wiedergutmachen. Lasst mich diesen Ort reinigen. Dann nehme ich jeden Schuldspruch an, den ihr für angebracht haltet. Ja? Meister Magier, Sir, der Name meiner Familie gilt seit über einem Jahrhundert nichts mehr.
Habt ihr einen Beweis dafür, dass Sophia heldenhaft gehandelt hat? Der Junge, der sich in den Nebel wagte. Ihr seid also meinem Ruf gefolgt. Und ihr seid ein Dryden. Wahrhaftig, der Kosmos hat Sinn für Humor. Eure Ur-Urgroßmutter war die Beste von uns allen. Tapfer, charismatisch, feurig. Dem Kampf bedingungslos ergeben. Dennoch haben wir verloren. Wir kämpften gegen einen Tyrannen, wisst ihr? Wir waren so voller Energie und hatten keinen Blick für die Konsequenzen. Aber einen Beweis? So etwas gibt es nicht. Ich hatte gehofft. Trotzdem danke, Wächter. So sei es. Ich habe nur eine Bitte. Wenn Gerechtigkeit oder Rache euch treiben, so haltet zumindest so lange ein, bis das mit den Dämonen geklärt ist. Das reicht für den Moment. Wir müssen in die große Halle. Dort werde ich wieder gut machen, was mir vor so langer Zeit missglückt ist. Es wird sicher gefährlich. Die Dämonen werden uns jeden Schritt unseres Weges bekämpfen. Kommt! Aber selbstverständlich. Wir müssen rasch handeln! Die Dämonen rütteln schon an den Toren! Der Schleier muss geschlossen werden. Ich werde die Beschwörungskreise auflösen, die ich vor so langer Zeit aufgemalt habe. Wellen von Geistern und Dämonen könnten eindringen. Kümmert euch darum! Ich fange jetzt an. Zunächst muss ich die magischen Energien beschwören. Ich spüre sie. Sie kommen. Yeah!
Es ist vorbei. Der Schleier ist jetzt stark. Zumindest stärker als vorher. Ich sagte, ich würde mich eurem Urteil beugen. Und dazu stehe ich. Darf ich in Frieden weiter experimentieren? In der Zeit, die mir bleibt, werde ich genau das tun. Es bedarf womöglich Monate oder Jahre der Forschung, bis Ergebnisse vorliegen. Ich werde dann umgehend nach euch schicken. Ich danke euch, Wächter. Ihr habt es geschafft, Wächter. Der Soldatengipfel ist wieder sicher. Der alte Avernus gehört an den Galgen, wenn ihr mich fragt, aber die Leute tun ja die seltsamsten Dinge, um zu überleben. Aber wenn ihr jetzt ordentliche Forschung betreibt, ohne Opfer und Blutmagie und so, kommt vielleicht doch noch was Gutes dabei raus. Aber es gab keinen Beweis, um meine Familie reinzuwaschen. Ich war so lange auf die Vergangenheit fixiert. Auf Antworten. Aber es wäre wohl besser gewesen, wenn ich mein Heim gar nicht erst verlassen hätte. Doch genug davon. Ich bin ratlos. Ihr habt jetzt eine ganze Festung. Ich sollte wohl meinen Beruf wieder ausüben. Ihr wisst, dass ich kein guter Kämpfer bin. Aber als Kaufmann tauge ich durchaus, wenn ich das mal sagen darf. Meine Vettern haben einen sicheren Ort zur Lagerung ihrer Handelsware gesucht. Der Gipfel wäre dafür bestens geeignet. Was die Drydens auch anzubieten haben, es gehört euch. Mit erheblichem Preisnachlass. Sieht aus, als wären wir hier fertig. Eine Dämoneninvasion abgewehrt, ein Stützpunkt der Wächter gerettet und gesichert. Wir leisten gute Arbeit. Aber selbstverständlich. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht weckt?